Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Diese Formel kann man auch so schreiben. Überprüfen wir, wenn J 1 ist, dann haben wir da 4 mal 1, also 4 minus 1, das heißt 3. Dann plus, jetzt wird J 2, 4 mal 2 minus 1 macht 7. Plus, jetzt wird J 3, 4 mal 3 minus 1 macht 11. Und immer so weiter bis zum letzten Wert von J, das heißt n, dann erhalten wir 4 mal n minus 1. So. Wir werden diese Formel beweisen, zuerst für n gleich 1. Wenn n 1 ist, dann haben wir hier die Summe für j von 1 bis 1, also haben wir nur den Term, wenn j 1 ist, das heißt diese 3. Links vom Ist-Zeichen steht also 3 und rechts vom Ist-Zeichen steht dann 2 mal 1 im Quadrat plus 1. Die Formel stimmt also für n gleich 1, dann und genau dann, wenn 3 dasselbe ist wie 3. Und das ist offensichtlich okay. Somit ist die Formel für n gleich 1 bewiesen. Wir nehmen jetzt an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Das heißt, wir schreiben diese Formel ab, indem wir n da, da und da durch k ersetzen. Das ist unsere Induktionshypothese und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmen muss für n gleich k plus 1. Das heißt, wir haben genau dieselbe Formel, aber dieses Mal ersetzen wir n da, da und da durch k plus 1. Der linke Teil der Gleichheit steht hier. Es geht effektiv von 1, 2, 3 bis zu k plus 1 und wir möchten beweisen, dass diese Summe genau dasselbe ist wie 2 mal diese letzte Zahl k plus 1 im Quadrat plus diese letzte Zahl k plus 1. Um das zu beweisen, gehen wir wie folgt vor. Wir sehen hier zuerst diese Summe der k ersten Termen und diese Summe ist durch unsere Induktionshypothese gleich zu 2k² plus k. Diese Summe ersetzen wir also durch
2k² plus k. Und im letzten Term verteilen wir diese 4, dann macht das 4k, 4k, plus 4, plus 4, minus 1. Hier steht 4 minus 1, das macht 3. Und diese 3 schreiben wir etwas anders. Wir schreiben diese 3 in die Form 2 plus 1. Diesen Term 4k holen wir nach vorne und diesen Term k setzen wir dahin. Warum machen wir das? Weil wir jetzt in den drei ersten Termen eine 2 ausklammern können und hinten dran bleibt dieses Paketchen k plus 1, das wir ja brauchen. Also machen wir das. Wir klammern hier die 2 aus. Zwischen Klammern bleibt dann k² plus 2k plus 1. Und dieses Trinom, das ist ganz genau k plus 1 im Quadrat. Und somit haben wir diese Formel bewiesen. Sie ist gültig für alle natürlichen Zahlen n.